Hallo Sportfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit den Würzburger Kickers. Heute geht's in der Simulation gegen Werder Bremen. Ja, ich habe einfach in der letzten Folge gefragt, wen ihr oben in der Abstimmung, ja, könnt ihr selber abstimmen, gegen wen ich nicht spielen soll. Und dann haben wir noch die Mehrheit für Werder Bremen gestimmt. Ja, und deswegen werde ich gegen Werder Bremen jetzt nur simulieren. In dieser Folge wird jetzt keine Abstimmung sein, weil ja zweimal Frankfurt drinnen ist. Und glaube ich noch ein bisschen größerer Club, glaube ich sogar noch. Ne, das erst über der übernächsten Folge. Genau. Das ist in der übernächsten Folge. Diese Folge also auch wieder eine Abstimmung mit dabei. Die Rangers, wie heißen jetzt nämlich ausgeschrieben hier? Hier ist einfach nur Rangers, alles klar. Ja, da war ich nur Rangers. Okay. Naja, wir simulieren erstmal hier gegen Bremen. Dann spielen wir gegen. Das hab ich wieder vergessen. Gegen die TSG und danach gegen Wolfsburg. Hier erstmal simulieren. Eine Runde Simulation am Start. Ja, im nächsten Spiel gegen die TSG wird Brusk mal wieder im Kasten stehen. Und vielleicht noch ein paar andere, ein bisschen jüngere Spieler vielleicht mit einbringen. Einfach mal zum Schauen, was da so passiert. Wir führen 1-0 und wir gewinnen nicht. Wir spielen nur 2-2 gegen Bremen, unentschieden, der dritte unentschieden schon, ja, ist einfach das dritte unentschieden, ja, nicht ungeil, nicht unnice, aber auch nicht nice, und Oxford ist gesperrt, eieiei, ja, Becher Halimi, tut mir leid, aber ich kann auch nicht immer alles machen, was du willst, ne? Deswegen in diesem Spiel dann wieder in der Startaufstellung stellen. Schauen wir mal, wen wir für Oxford dann reinstellen. Und noch vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Spiel. Trainieren wir noch eine Runde. Nicht wir spielen, sondern wir trainieren. Ja, und am heute auch nochmal, dann kommt am, keine Ahnung, so um 19 Uhr kommen ja die Weekend League Rewards raus. Und dann kommt auch noch mal ein bisschen später am Abend dann auch noch mal die Weekend League Rewards noch mal raus für euch. Könnt ihr mal vorbeischauen dann. Wenn ihr darauf auch mal Bock habt, dann einfach mal anklicken und reinschauen dann, ne? Ja, und jetzt geht's erstmal gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir sind in Sinsheim. Bei Hoffenheim, bei der TSG. Die TSG Hoffenheim gegen die Würzburger Kickers. Eieiei. Warum sage ich die ganze Zeit das Eieiei? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich bin dumm. Naja. Das Spiel des 7. gegen den 12. Wir haben 3 Punkte aus 3 Spielen geholt. Ja? Läuft bis jetzt noch nicht so gut. Das wird jetzt erst richtig. Jetzt wird es noch schwieriger, jetzt halt überhaupt in die ersten Tabellenplätze reinzurutschen noch. Vielleicht können wir noch, wenn wir noch gut spielen, könnten wir vielleicht noch die Meisterschaft holen können, aber zu große Ziele soll man sich nicht setzen, sondern lieber erstmal klein anfangen. Und wir sollten jetzt halt erstmal die Europa League überstehen, dann den DFB-Pokal nochmal gewinnen vielleicht oder vielleicht nochmal in der Champions, in der Bundesliga vielleicht so auf 3., 4. Platz kommen, wäre auch ganz nice. Bisschen Verbesserung hier, die Aufstellung von der TSG aus Hoffenheim. Ja, Amiri Esiti. Das ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, was in ein Land der kommt, Nigeria oder sowas, glaube ich, ist das. War ein ganz guter ZDM. Eieiei. Und wieder dieses Eieiei dabei, meine Güte, ey. Ha. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns auch mal unsere Aufstellung nochmal kurz an. Natürlich, wie gesagt, schon Busk im Kasten, Valdesias vorne, Ed Mielsen mit in der Startaufstellung, Ed Halimi und Hernanes Müller. Alberto und Akpoguma bilden jetzt halt die
Verteidigung mit Stark, der was Gesetzige ist, ja, bilden die Verteidigung. Jetzt würde ich sagen, aber wir starten rein gegen die TSG aus Hoffenheim. Charlie Musonda muss er machen. War schön rausgespielt. Richtig gut rausgespielt. Hätte ich vielleicht auch vor allem spielen können. Oh, oh, der war gut gespielt. Boah, Fehler. Guck mal gerade nicht raus, Kaderabek. Was macht Müller denn da? Okay. Einfach laufen. Funktioniert auch gegen den Computer. Ja! Becher Halimi! 1-0. Ah, zum Glück funktioniert dieses Laufen auch gegen den Computer. Ein bisschen Glück war dabei. Ein bisschen Glück. Gehört aber auch im Fußball dazu. Läuft. Erstes Saisontor für Becher Halimi. Oh, gut gespielt, Drimmitsch. Josip Drimmitsch. Oh, immer noch Josip Drimmitsch. Huh. So, die Torlinientechnik zeigt, der Ball war nicht komplett hinter der Linie. Ein Millimeter hat gefehlt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der da rankommt, du. Der Zuba. Oder Zuba. Ja, da steht doch der Stark, glaube ich, stand da, aber. Kriegt den Kopf einfach nicht. Gewonnen. Und jetzt. Gut gemacht, Halimi. Auf Valdez Diaz. Er macht ihn nicht. Nicht dein Ernst, ey. Hi, war glücklich. Hi, 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 Amiri. Sehr eng war das da, aber das interessiert er mir. Musonda nicht. Hoi. Das interessiert ihn aber echt nicht. Hannes. Hannes. Und jetzt auf Martini. Jo. Hi. War gut gespielt. Vielleicht hätte er da lieber einen starken genommen. Den rechten natürlich. Aber jetzt gibt es erstmal Wechsel auf unserer Seite. Edmilson stark. Unak Boguma gehen raus. Benjamin Hendricks. Emre Mor. Nee. Edmilson geht raus. Valdez Diaz geht raus. Und Stark ging raus und dann. Ja, habe ich Edmilson jetzt, nicht Edmilson. Akpoguma habe ich jetzt in die Mitte gezogen, und dann, ja, den Rest kann man sich schon denken, positionsgetreu, gewechselt. Und Martinho macht es gut und Alberto macht es schlecht. Es war verdient für die TSG auf Hoffenheim. Hat gut gekämpft. Ja, erste Halbzeit hatten sie mehr Chancen als wir. Und was hat denn da denn alle anderen gemacht denn da? Eieiei. Zuber haben sie da komplett freigelassen. Muss Alberto da wieder mal ausbügeln. Boah, mein Glück. Fliegen sie alle vorbei. Eieiei. Aber Busk ist da. Und aus und vorbei. Wir spielen schon wieder unentschieden. 4 Punkte aus 4 Spielen. Ist echt nicht gut. Ja, es läuft einfach in der Bundesliga gerade gar nicht. Überhaupt nicht läuft's. Es läuft so rein. Gar nichts.
Schauen wir mal, wie es im nächsten Spiel gegen Wolfsburg aussieht. Die Würzburger Kickers gegen den VfL Wolfsburg. Wir spielen zu Hause in der Fly-Alarm-Arena. Die letzten Spiele waren jetzt echt nicht so gut. In der Europa League ganz ordentlich. Aber in der Liga einfach mal 4 Unentschieden in den letzten 4 Spielen. Ist echt nicht nice. Hier nochmal die Tabellensituation. Wir spielen gegen den Dritten. Zu verlieren wäre keine Schande. Aber wir dürfen nicht verlieren. Wir müssen gewinnen gegen die formstarken Wolfsburger. Spieler im Fokus ist bei uns Martinho. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Wir müssen auf ihn bauen. Ja. Er ist bis jetzt unser bester Mann auf dem Platz. Ja. Aber hier ist erstmal unsere Aufstellung. Wir haben die komplette Stammelf auf dem Platz. Die besten Männer stehen hier auf dem Platz. Ja, natürlich wieder nach vorm Kasten. Busk hat letzte Partie richtig gut gehalten. Sonst hätten wir das Spiel gegen die TSG auch noch verloren. Hier Julian Draxler, Gabriel Jesus. Der spielt ja beim VfL Wolfsburg. In echt spielt er in Manchester City. Ja, und hier die Aufstellung von Wolfsburg. Opare, Sar, Akuis, Conte. Jesus ist bei denen linker Mittelfeldspieler. Konate. Keine Ahnung, wer das gerade ist. Takt mir gerade auch nichts. Ja, es wird schwer. Es wird einfach nur verfickt schwer. Jetzt halt hier Punkte zu holen. Gegen Wolfsburg. Nicht in Wolfsburg, sondern gegen Wolfsburg. Auf geht's. So, Freistoß wird getreten von mir. Der kommt nicht schlecht, aber nicht gut genug. Zum Mittel platziert. Benaglio, kein Problem. Benaglio muss dahin. Schön gemacht. Martinho ist durch. Martinho! Ho, ho, ho. Hämmert er den da rein, du? Einfach nur krass. Krass, wie er den da reinhämmert. Mit dem schwachen Linken. Zack. Eieiei, keine Parade. Nichts zu halten für Benaglio. Nichts. Muss er nicht haben. Torwartdeck. Gabriel Jesus. Lila Woody. Da ging keiner drauf. Aber auch ein schönes Tor. Das vierte Unentschieden, fünfte Unentschieden hintereinander, bitte. War aber ein guter Schuss. Keine Probleme hat. Haben wir Glück. Aber jetzt geht's erstmal. 3 Wechsel bei uns. Ja. Gab's da jetzt schon. Rot kommt rein. Wagner kommt rein. Und Valdez Diaz kommt rein. Dafür ging raus. Ging raus. Halimi. Martinho. Und noch irgendjemand. Mumbusonder ging raus. Weiser.
Hatte Glück. Jetzt geht unsortiert da hinten. Schade. Fünftes Unentschieden. Ja, das ist das fünfte Unentschieden. Aber gegen den dritten ist ganz ordentlich. Ja, wir hätten einfach hinten besser stehen müssen und vorne mehr angreifen. Vorne hätten wir viel, viel mehr machen müssen. Ja, die zweite Halbzeit gehört uns nie. Wir müssen in der ersten Halbzeit richtig dominieren. Den Gegner richtig an die Wand spielen. Wir müssen mindestens 2-0 führen in der ersten Halbzeit, sonst ja, können wir das vergessen mit dem Spiel. Bei der ersten Halbzeit sieht es eigentlich immer ganz ordentlich aus und in der zweiten Halbzeit sieht es immer so lala aus. Aber damit es bald nicht mehr so lala aussieht, wollen wir hier einfach mal ein bisschen Training reinbringen, weil das ist genauso wichtig, wie wenn wir spielen. Ja, und Winter erreicht die 68. Ah, der wird immer besser, du. Ja. So, aber wir machen noch die kleinen Scouting-Updates hier nochmal schnell. Ja, machen wir nochmal. Erstmal für Chile. Sind 3 übrig geblieben. Eigentlich nur 2. Einer. Ja. Aber naja. Dann schauen wir mal, was in Italien noch so abgeht, ne? Ja. Es bleiben die üblichen 4 Verdächtigen auch von der letzten Folge da. Auch wenn ich ihn vielleicht schon verpflichten könnte. So, und in der nächsten Folge geht es gegen die Rangers, gegen Hamburg und gegen die Hertha, die Hauptstadt. Ja, ihr könnt es abstimmen oben, welches Spiel ich simulieren soll. Ob es die Rangers sind, Oberhamburg oder die Hertha. Ja, das wird spannend. Aber am liebsten würde ich halt wirklich in Europa League würde ich halt immer spielen. Und dann eins jetzt beim Bundesliga-Verein, die was ich nicht spielen soll. Wäre cool. Aber ihr stimmt ja ab. Nicht meine Entscheidung. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge gegen die Rangers im Europapokal. Und jetzt würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Habt ihr noch einen Leberwürgen? Hört mir schon mal. In der Champions League. Bin ich alles toll. Und Olympic Lyon ist auch noch ein bisschen. Das ist mir richtig klassisch, ich bin unter der Deutschen. Zum Beispiel, die haben einfach Manchester City als Athletik von Madrid. Ich bin Bayern. Ich bin Bayern, aber. Real hat